Hallöchen, Elo. Hey, ein kleines Überraschungsvideo für dich und du bist dich gerade sicherlich am Fragen, was soll das? Und pass auf, ich werde dir erklären, denn vielleicht erinnerst du dich, ist ja schon ein Weilchen her, da hatte ich dich auf Twitter gefragt, ist eigentlich die offizielle Schreibweise für Elo-Rielen-Dir getrennt oder zusammen? Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und sind ja dann übereingekommen, also du hast ja gesagt, dass wenn man das irgendwo offiziell präsentieren will, dass dann die Schreibweise zusammen wäre, um eben Verwechslungen mit der URL zu vermeiden, weil es da ja auch zusammengeschrieben ist. Genau. Und nur guten Tag später war ich dann mit dem, was ich da eben vorhatte, tatsächlich auch schon fertig. Nur hat das Ganze jetzt ewig auf der Platte gelegen, weil ich nicht wirklich dazu gekommen bin. Und jetzt wird's endlich Zeit, dir das hier zu überreichen und deswegen dieses Video. Okay, um es kurz zu machen, ich habe dir ein Logo gestaltet, einen Schriftzug, ein Design und hier kann man es jetzt schon sehen, die Vektorgrafik in Illustrator. Ja, und ich habe mir da schon ein bisschen was beigedacht. Also dieser Look, es fällt auf, das hat ja so ein bisschen einen Fantasy-Stil und ja, das liegt daran, dass du natürlich bevorzugt Fantasy-Rollenspiele bei dir auf dem Kanal hast und ja auch gerne entsprechende Bücher liest. Und da habe ich gedacht, der Look soll ja schon auch ein bisschen zu dem Thema passen. Und ich hoffe sehr, dass dir das gefällt. Die kleine Besonderheit an Vektorgrafiken und dieses Format kriegst du natürlich auch zugeschickt, ist, dass das absolut perfekt ist, wenn es darum geht, irgendwas damit zu tun. Denn es ist ja eine Vektorgrafik mit Pfadinformation und keine Pixelgrafik. Das heißt, sie kann unendlich groß skaliert werden, ohne jemals scheiße auszusehen. Und zum Beispiel T-Shirt-Druckereien freuen sich unglaublich, wenn sie so ein Format bekommen, weil sie dann natürlich Flex- oder Flockdruck sehr viel besser machen können. Genau. Klar, natürlich sieht so eine Vektorgrafik jetzt nur in Schwarz noch nicht ganz so spannend aus. Deswegen hier haben wir das Ganze auch als schickes Wallpaper in 1080p und da haben wir natürlich auch, hat die Schrift eine Farbe gekriegt und eine 3D-Optik und Flammen und überhaupt und alles und ich hoffe sehr, dass es dir gefällt und abschließend das Ganze auch noch schon vorbereitet in einem Format, dass es sich theoretisch auf YouTube als Banner eignen würde. Klar, da ist, hat man letzten Endes immer nur diesen entsprechenden Ausschnitt, aber YouTube will das ja so riesengroß mit diesem ganzen Drumherum. Und ja, hier ist es also. Und ja, du bekommst das Ganze als PN zugeschickt, lade ich bei mir auf dem Server hoch, da sind dann alle Dateien drin, wollen wir jetzt ja nicht anderen Leuten zum Download zur Verfügung stellen, sondern erst einmal nur dir. Und ich hoffe sehr, dass dir das Ganze gefällt, dass die Überraschung gelungen ist. Ja, also Änderungswünsche wären auf jeden Fall auch machbar, brauchst dich jetzt auch nicht verpflichtet fühlen, das jetzt gleich überall zu übernehmen. Vielleicht magst du es ja auch gar nicht. Aber ich hatte einfach spontan Bock, irgendwie wieder mal ein Logo zu basteln. Sowas mache ich halt unglaublich gerne. Und ich hatte einfach diese Idee. So ist das halt manchmal bei kreativen Leuten. Man hat so eine Idee und muss sie einfach umsetzen. Und ja, in dem Fall warst du halt die Inspiration oder dein Kanal. Und ich bin ja zurzeit bei dir am Witcher gucken und keine Ahnung, so kam das Ganze auf jeden Fall. Und also hier, bitteschön, ich hoffe sehr, dass du es magst und dass du mit den Dateien was anfangen kannst. Ah ja, richtig, als PNG-Grafik mit transparentem Hintergrund habe ich es auch, falls du dieses gefärbte, dreidimensionale Schriftzug-Logo-Dingens hier auf einen anderen Hintergrund setzen willst. Genau, also müsste alles da sein, was du brauchst. Genau, ja. Dann bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich hoffe, es gefällt, du hast Spaß damit und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.